Hey, meine Freunde, und willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Im letzten Part haben wir sind eigentlich nur durch den Wald getanzt, kann man sagen. Und wir tanzen jetzt weiter durch den Wald. Seht ihr, wir tanzen. In Kreisen. Kreisbewegungen tanzen wir. Aber ich glaube, wir kommen jetzt zu dieser Ebene, wo... Ne, wir sind doch in der Stadt. Oh, sieht sehr stark nach Fee aus. Okay, eine Fee-Arena. Ich wollte gerade sagen, ja, es ist eine Fee-Arena. Bei XY, glaube ich, war das. Das sah die Stadt fast genauso aus mit der... Hallo. Oh, ich kann die anquatschen tatsächlich. Bubu. Ich habe jetzt gedacht, wir kommen jetzt auf den Platz, wo, ich glaube, Pokémon war das, also Nintendo war das, wo die so einen Stream gemacht haben, wo die Pokémon aufgetaucht sind hier und da mal alle paar Stunden. So neuere. Er hätte jetzt damit gerechnet, dass das hier ist. Also, dass das der Platz ist, aber das ist nicht der Platz. Naja. Dachte, es wäre der Platz. Also, es wird jetzt so ein Platz kommen, wo es ist, aber dem ist nicht so gut. Was mit dir? Was? Ich höre, du hast eine Arena, das ist Perspektstadion besagt. Herzlichen noch Glück. Hyperbälle. Immer noch nicht. Hypertrank. Oh. Immerhin. Nehmen wir mal ein paar Hypertränke mit. Ich glaube, 20 reichen. Beleber, Para, Halber, Schutz. Nee. Keine Hyperbälle. Wann kommen denn die Hyperbälle? Nein. Theoretisch gesehen. Also, ich gehe noch nicht in die Arena. Ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen trainieren. Liegt da was? Nee. Fairberry. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier schon groß umgucken möchte. Weil vieles scheint hier ja nicht zu sein, außer die Arena. Ich glaube, wir gehen noch mal ein bisschen im Wald, ja, ein paar Pokémon angucken. Gucken, was es da so gibt und so. Weil ich will sowieso noch ein bisschen trainieren, weil, wie gesagt, so nicht alle 40, aber so um die 40, so 38, 39, so. Das wäre ganz cool. Schauen wir mal, was hier für Pokémons auf... Das wollte ich nicht machen. Das wollte ich nicht machen. Ich will... Da, ja, komm her. Danke. Was haben wir da? Ohne Tasse, geil. Dann können wir nämlich mal gucken, ein paar neue Pokémon schon mal fangen und so. Und dann machen wir ein bisschen Kleinkram heute. Effektiv. Machen wir einen Grasmixer. Wir haben direkt hier im Pokécenter in der Nähe. Also sollte relativ fix gehen, glaube ich. Gut, sie lebt noch. Ich wollte gerade sagen, Volltreffer. Gotomi, übertreibt nicht so. Genauigkeitsding, danke. Megasaur. Ach, nö. Aber ich versuche es trotzdem. Es heilt sich hoffentlich nicht mega viel. Nee, gut. Wolflaum. Das ist nervig bei Kotomi. Also da muss ich sagen, das ist nervig. Diese ganze Statuskacke. Aber nur ein Superball. Superball. Flick und Sieg! Gebe mir... wie hieß das nochmal? Irgendwann mit einer Tasse Tee. Aber es bleibt anscheinend drin. Wahnsinnig lieb von... Fatality, genau. So. Oh, Reflex erreicht Level 37. Schön. Und Kotomi 36. Reflex erreicht Level 37. Schön. So, Kranowitz, auf würde ich mich auch ganz gerne noch ein bisschen entwickeln. Am liebsten hätte ich ganz gerne Kranowitz entwickelt, weil ich meine nämlich Stahl, ne? Fee, Stahl ist, glaube ich, Stahlschwäche. Und ich meine, ich könnte, wenn er sich entwickelt, ist er ja, glaube ich, Flugstahl. Wäre schön. Es heißt, eine einsame Seele habe Besitz von einer abgestellten kalten Tasse Schwarztee ergriffen und sei zu diesem Pokémon geworden. Okay. Ist irgendwie echt ein bisschen komisch, ne? Also wie entstehen denn so teilweise die Pokémon? Aus verstorbenen Seelen und... Ne? Und keine Ahnung, das ist schon ein bisschen gruselig. Was bist du denn? Quartermark? Ah, ich verstehe. Quartermark. Also ich muss sagen, die Pokémon so, die, also teilweise so manche neuen sind schon ein bisschen komisch. Das ist so ein Quarterback darstellen, ne? So, ich glaube, Football ist das. Geil. Ich muss sagen, wow, Wahnsinnsidee. Aber nun gut. Sollte wahrscheinlich auch nicht viel Schaden machen, aber die Genauigkeit sinkt, das ist gut. Ich mache mal eine Schallwelle, falls ich nochmal durchkomme. Ja, gut. Vielleicht mal das bisschen mehr. Nee, Protzer. Muss aufpassen. Ich glaube, der steigt seinen Angriff. Ja, ich hoffe, und die Verteidigung. Ja, Schallwelle ist, glaube ich, schon eher Angriff. Also, wirkt sich auf den Angriff bzw. die Verteidigung aus. Aber das reicht auch, glaube ich. Bodycheck, aber ich hoffe, du überlebst. Ja, gut, und du machst ja selber noch ein bisschen Schaden. Gut, aber jetzt muss er auch im Ball bleiben, was ich nicht denke. Dann muss ich Kotomi erstmal wiederbeleben. Aber ich versuch's. I try it. Mega risky. Los, bleib im Ball. Please, Quarterbacker. Boris Becker, bleib im Ball, bitte. Och. Ernsthaft? Okay, er macht nur eine Grimasse. Wir haben noch einen Versuch haben wir noch.
Hätte sie, glaube ich, nicht Boris Becker nennen sollen. Ich glaube, das war das Problem. Danke. Ja, ich glaube, der war ein bisschen eingeschnappt. Sie. Ist ja eine Sie gewesen. Kann ich verstehen. So. Okay. Ja, ich habe halt... das könnte ein bisschen dauern. Für Quatermark wurde ein Eintrag in Pokédex eingetragen. Teamwork-Pokémon. Bei der Bärensuche stellen sie ihre legendäre Teamfähigkeit unter Beweis, indem sie als Gruppe die Befehle des Anführers befolgen. Okay. Nein, möchte ich nicht. Und in die PC-Box, bitte. So. Okay, da... Mal gucken, was es hier sonst noch so gibt. Also, wie gesagt, so ein bisschen machen wir. Wir machen aber nicht allzu viel, weil normalerweise würde ich sowas eher offscreen machen wollen. Nochmal eine Taste. Okay, die kann ich ja jetzt besiegen. Oh, ich warte mal. Ich hätte Kotomi vielleicht heilen sollen, nicht Superheld. Okay, dann ist das jetzt eine Aufgabe für Kalmalm. Ganz vergessen, dass ich die vielleicht hätte heilen sollen. Mal eben zum wobei, Pokémon Center spare ich mir. Also, ich renne da jetzt nicht die ganze Zeit hin. Schutzschild, nice. Effektiv, sehr effektiv. Das sowas sehe ich doch gerne. Weil es ja Unlicht, ne? Ist ja eine Seele. Eine Gefangene, kann man sagen. Ist schon gruselig. Aber okay. Also, eine verlorene Seele. Die Platz in einer schwarzen. Also, in eine Schwarzteetasse sich gedödelt hat. Na gut. Nee, ich möchte ganz gerne heilen. Ich benutze sogar mal... Wie kann man die sortieren? Auf Y? Nein. Kategorie, Alphabet. Alphabet? Nee, Kategorie bitte. Genau, und hier Hypertrank. Einmal für Kotomi. So, seht ihr, geht doch ganz leicht. So, wir müssen... Naja, ich weiß, was sagen die Karte? Ups. Gibt es hier jetzt noch irgendwie groß andere Pokémon, die ich jetzt so eventuell noch sehen könnte und fangen könnte? Sagt das. Nee, sagt das nicht die Karte? Nee, Pokédex sagt das, genau. Der Pokédex. Ein Flauschling, Lamellux gibt's hier. Ein Servol und ein Pelzebub gibt's hier. Die empfohlen sind. Okay. Also es gibt hier auf jeden Fall noch ein paar Pokémon, die wir jetzt noch nicht gesehen haben. Vielleicht bist du so eins. Nee, du... Ah doch, bist Belzebub tatsächlich. Belzebub. Ist das doch nicht die Entwicklung? Ich meine, das ist doch die Entwicklung, oder nicht? Naja, kann ich gerne nochmal versuchen zu fangen. Also ich schätze, das wird wieder eine Qual. Ich schätze, das wird schon wieder eine Qual werden. Welches Level ist die jetzt eigentlich? Die Kotomi, ich bin mir überlegen, sie gegebenenfalls langsamer gegen Kalmalm auszutauschen, weil ich glaube, Kalmalm, oh, ja, jetzt erst recht, nämlich keinen Bock auf Verwirrheit. Kalmalm ist noch underrated vom Level her, ja, der ist noch schlapper als der Rest. Und Kalmalm hat ja, glaube ich, ein bisschen mehr, doch nicht. Also nicht bei allen Pokémon, aber bei manchen Pokémon hat er besseren Vorteil, sage ich mal. Okay, hätte nicht damit gerechnet, dass der besiegt. Na gut. Kann man mal reichen, Level 36. Schön. Da ist wieder ein Pokémon. Was haben wir hier? Ah, guck mal. Ein Flauschling. Flauschel. Flauscheling. Tu mal Flauschel. Fang ihn. So, gegen das haben wir ja auch schon mal mehrmals gekämpft. Machen wir einen Grasmixer. Ist jetzt natürlich... Nur effektiv, wie gesagt, ich bin überlegen, das mal zu wechseln, weil ich glaube, Kalmalm könnte, ist erstens ein bisschen bulkiger, hält ein bisschen mehr aus, hat gegebenenfalls was gegen Unlicht in der Tasche, falls ein Unlicht-Pokémon kommt, wie zum Beispiel diese Tasse Tee da, na, da ist das dann schon ein bisschen angenehmer, sage ich mal. So, jetzt hätte ich am liebsten noch irgendeine, oder ich versuch's mal an irgendeine kleine Attacke, die das noch im roten Bereich werfen würde. Das wäre noch ganz cool. Außer es bleibt jetzt freiwillig drin. Schön. Bleibt sogar freiwillig drin. Fleuschling wurde gefangen. Klasse, Mann. Libero erreicht Level 37. Schön. Ah, schön, schön. Die Menge an Zucker, die es pro Tag verschlingt, entspricht seinem Körpergewicht. Bekommt es nicht genügend Zucker, wird es unausstehlich. 3,5 Kilogramm Zucker pro Tag. Aktualisiert. Möchtest du Flauschling einen Spitznamen geben? Nein. Wurde das jetzt... Ach so, weil ich habe es, glaube ich, markiert, ne? Oh, was haben wir da? Seht ihr, da wäre jetzt Kalmalm halt angenehmer. Weil der den one-shottet. Und ich muss ihn jetzt nicht nochmal fangen. Ne? Und ich bin ja so ein bisschen am Trainieren. So ein bisschen.
echt nicht vom Level zu weit hinterherhängen. Und das sind halt einfach... Mit Kranowitz jetzt inzwischen. Kranowitz könnte ich inzwischen auch wieder ein bisschen mehr integrieren. Ne? Könnte ich gucken, dass ich mal... Naja. Sind ja halt die Lowsten mit 36. Okay, der kann auch Pflanzen attacken. Daran habe ich nicht gedacht. Aber ich glaube, ein Biss sollte es tatsächlich regeln. Er macht das viel Schutzschild, Mann. Ja, ja, schützt sich selbst. Dann machen wir einen Biss. Jetzt aber. Jetzt komm. Tschüss. Ja, Fatality. So, sehr schön. Oh, Kranowitz erreicht Level 37. Hey. So, aber immer noch keine Entwicklung, ne? Immer noch nicht. Wann entwickelt... Was war da? Nein, ich vergesse immer das Pokémon zu wechseln. Ah, ein Servol. Können wir ja versuchen zu fangen. Wir können es ja versuchen zu fangen. Machen wir erstmal einen Grasmixer. Mal gucken, rechte Hand. Grasmixer, Attacke. Ah, machen wir nochmal. Rechte Hand. Es schlug fehl. Also es ist immer ganz angenehm. Wenn sie Attacken einsetzen, die sowieso nicht so Aromakur. Fehlgeschlagen. Alter, was kannst du überhaupt? Triffst ja gar nichts. Nein, ich... Oh, der Volltreffer. Warum machst du denn jetzt einen Volltreffer, Mann? Immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Level 37 für Kotomi. Eigentlich geht das echt schnell. Muss ich sagen. Eigentlich geht das echt schnell. So, Pokémon bewegen. Ich möchte jetzt ganz gerne Kalmal ein bisschen vorne haben. So, du interessierst kein Schwein hier. Die sind levelt alle 37. Das ist gut. Die sind alle gleich auf. Kalmal. Gut. Gut. Also so 38 bin ich zufrieden mit. Wenn die so alle um die 38 sind, hinterher... Das ist schon wieder so ein Vieh. Aber, naja. Ja, komm her doch. Mein Gott. Die Tasse Tee. Gut, dass ich Kalmalm draußen habe. Weil das ist so ein gefundenes Fressen. Wisst ihr? Das geht schön schnell. Einmal ein Biss, außer er macht jetzt ein Schutzschild. Nein, sehr schön. Das ist schön. Das geht schön schnell. Das ist angenehm. Zack, weg mit dem Specht. So, schön weg. So macht's Spaß. Porenta erreicht bald ein Level ab, aber wie gesagt, Porenta interessiert mich nicht. Die wird sowieso ausgetauscht. Er. Haben wir hier so? Im Dunkeln vielleicht hier irgendwas? Da ist was. Was haben wir da? Im dunkelnden Gras. Haben wir einen Belzebub. Ist es Unlicht? Ich schätze, ne? Mal gucken, ob Kalmalm jetzt hier mit Biss ihn nicht unbedingt one-hittet. Dann würde ich ihn versuchen wieder zu... Oh, nicht effektiv. Okay, haben wir das schon mal erledigt. Aber ich glaube, das hat schon mal probiert. Also nicht probiert, ich habe es schon gesehen eigentlich. Aber naja. Gut, machen wir ein Felsgrab. Mal gucken. Oh ja, das ist gut. Sogar in einem sehr guten Bereich. Ich versuch's mal. Ich versuch's das mit Superbällen. Außer er hat überhaupt keinen Bock drin zu bleiben. Dann scheiße ich auf den. Ganz ehrlich, da habe ich keinen Bock drauf. Also jetzt gerade habe ich da keinen Bock drauf. Ja, machen wir dasselbe Spielchen wie eben, ja? Ja, mach Angeberei, du Sackgesicht. Angriff steigt, aber Verteidigung nicht. Aber dafür bin ich verwirrt. Aber wie gesagt, das ist egal. Ich will eigentlich in der Theorie sowieso nicht mehr angreifen. Ich will ja nur Bälle werfen. Außer er stirbt, dann habe ich da keinen Bock drauf. Was ist das für Geräusch? Heißt das, der ist jetzt hundertprozentig drin? Ja. Okay. Dieses Kitsching! Habt ihr es gehört? Hat so angehört, wie als ob da irgendwie ein Superwurf wäre. Aber nun gut, Pelzebub. Es nutzt eine Taktik Unlichtfee. Ah, okay. Es nutzt eine Taktik, bei der sich niederwirft und vergibt, sich zu entschuldigen, nur um dann mit seinen sperrhartigen Haaren zuzustoßen. Ja. Dieses eine da. Wie hieß es? Vergebung. Ne, Vergebung hieß die Attacke, genau. Okay, was haben wir hier? Nochmal ein Pelzebub. Okay, aber der gibt gute Fee. Weil der hat bis jetzt mit am meisten gegeben, glaube ich. Das ist ganz angenehm. Ist nur ein bisschen doof zu besiegen. Wie gesagt, ich hoffe so, dass Kranowitz noch sich entwickelt. Das ist so schön. Volltreffer, nice. Und was singt nochmal? Ini. Okay. Volltknecht. Okay. Meinst du, Kopfstoß reicht? Ja. Gut. Aber wie gesagt, der gibt mit am meisten, glaube ich, hier. Jo, Level 8, 37 für kein... Ey, wann lernt er denn mal Attacken, Mann? Der hat immer noch voll die Billo-Attacken.
Also so eine Hydropumpe oder irgendwie irgendwas so in der Richtung. Das wäre ja mal schön. Okay, wir haben nochmal die Schäumste sehr wohl zu fangen. Das ist gut. Mit Kalmalm. Das ist sehr effektiv. Ich versuche es erstmal nur mit einem Felswurf. Mal gucken. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Bereich. Das ist ein guter Bereich. Okay, und ein Superball hinterher. Vielleicht schaffen wir hier zumindest soweit, alle Pokémon zu fangen, die es hier so in diesem Wirrwarrwald gibt. Dann spare ich mir das für später zumindest. Aromakur. Ein wohltuend Aroma breitet sich aus. Aber du bist auch, hast gar keinen Bock, ne? Hast auch nicht so die Lust, im Wald zu bleiben. Balleib. Alter, du hast überhaupt keinen Bock, oder? Psychstrahl, okay. Ah. Komm schon. Bitte. So viele Bälle habe ich nicht mehr und so toll bist du jetzt auch nicht. Oh, nee. Aber das hatte ich ja schon wieder so ping gemacht. Kann auch sein, dass das halt random ist. Also ich schätze mal, irgendwann wird dieses Geräusch kommen und dieses 100%, also safe im Ball. War das wieder so ein Geräusch? Nee. Galantine. Okay. Muss aufpassen, das ist fast tot, aber ich hätte es jetzt gerne. Komm schon. Bleib drin, bleib drin. Muss ich irgendwas drücken oder so? Wir wissen ja alle, wenn man den Button smasht, hast du eine erhöhte Chance, ne? Wissen wir ja. Das ist doch logisch. Hält der noch eine Attacke aus? Ich glaube nicht. Ich mache erstmal. Ups. Ich gebe ihm mal einen Hypertrank, weil dann ist es ja, glaube ich, direkt voll. Ich will es jetzt haben. Jetzt hat mich der Ehrgeiz gepackt, hier alle Pokémon zu fangen. Die es hier im Pokédex angezeigt wird. Jetzt habe ich Bock. Komm. Servol fehlt noch und. Ich glaube, nur noch sie fehlt, ne? Nur noch das Vieh fehlt hier. Keine Attacke, wir wollen einen Pokéball werfen. Komm, jetzt wär doch mal drin. Ja. Ah. Junge, du bist kein legendäres Pokémon. Du kannst jetzt ruhig mal drin bleiben. Nein, jetzt hab ich Felsgrab. Nein! Ich hab mich verklickt. Ja, gut. Ich hab ihn verkleckt. Ups. Das tut mir jetzt leid. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Okay, wir haben nochmal die Chance. Okay, wir haben nochmal die Chance. Das war wirklich nicht meine Absicht jetzt. Aber okay. Versuchen wir es selber das Spielchen nochmal. Vielleicht bringt der Felsgrab sie so weit runter, dass man sie versuchen kann zu fangen. Ihn. Ist ein Typ. Okay, nicht ganz, aber sie sollte zwei Felswürfe aushalten. Hoffe ich. Felsgrab, komm. Jetzt bitte kein Volltreffer. Gut, sehr schön, sehr schön. Und genau, jetzt sinkt weiterhin. Galantine, schlug fehl. So, und jetzt bleib mal bitte im Ball. Ich habe nicht mehr so viele Superbälle. Ich hatte jetzt nicht vor, hin und her zu laufen die ganze Zeit. Ich hatte eigentlich jetzt vor, bald abzuhauen hier. Sobald Kranowitz halt Level 38 ist. Wir überlegen ihn jetzt auch gleich mal nach vorne zu hauen. Und den dann so ein bisschen. Oder ich bleib mit Kalmalm unten drauf. Alter, dieses Vieh hat überhaupt keinen Bock, oder? Psychokinese. Oh Mann, ey. Okay, wir versuchen. Finsterball. Ah, ich weiß nicht. Levelball, Schwerball. Ich versuche es mal mit dem Hyperball. Auf Superball hat es viel überhaupt keinen Bock. Findest du den Ball schöner oder so? Willst du lieber einen schwarz-gelben haben? Findest du den hübscher? Findest du ihn hübscher? Du findest ihn hübscher. Gut. Dann kriegst du halt einen Hyperball. Mir auch egal. Aber endlich bist du im Ball geblieben. Dankeschön. Reflex erreicht Level 38. Schätze ich, Kranowitz sein. Aber Kranowitz braucht nicht mehr viel. Wir machen das mit Kalmalm noch ein bisschen weiter. Ne? Emotions-Pokémon. Okay, mit den Hörnern auf seinem Kopf erfasst es die Gefühle seines Gegenübers. Menschen kümmern sich wie Bedienstete um ihre Trainer. Oh, wow. Jetzt. Nee, mir fehlt immer noch einer. Der Pilz fehlt noch. Dieser Lamulix fehlt noch. Oh, okay. Vielleicht treffen wir ihn ja auch noch an. Da ist vielleicht kein Mal nicht die beste Option, ihn vorne zu sitzen zu haben, aber mal, naja. Mal gucken. Vielleicht bist du es. Nein, du bist ein Belzebub. Du bist das nervigste Pokémon, aber das Pokémon, was am meisten Erfahrung gibt, glaube ich. Außer dieses eine Pokémon da, dieses Pilz-Pokémon, gibt am Ende mehr. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich schätze schon, weil es am seltensten ist bis jetzt.
Aber nun gut. Aber du bist halt kein One-Shot, ne? Das ist halt, naja, wäre nicht so cool. Du hast ja kein Unlichtschwäche. Du bist da eher so nicht so Schwäche. Ne? Das ist ein bisschen doof. Deswegen wäre es schöner, wenn jetzt irgendwie so Tassen Tee kommen. Tasse Tee. Teetassen kommen. Oder dieses Servoll nochmal. Weil das hat ja auch eine Unlichtschwäche. Das wäre schön. Das würde es erleichtern auf jeden Fall. Gegen dich haben wir schon. Kann ich. Vielleicht muss ich auch was. Warte mal. Warte mal. Das ist doch ein Pilz. Ich habe so eine Vermutung. Wartet mal. Das tarnt sich bestimmt als so ein Pilz. Wetten? Da komme ich gar nicht hoch. Wetten? Das Vieh ist so ein Pilz. Hier ist. Versteckt sich nur, so gesehen. Hat ich das schon angetouched? Ja, glaub schon. Warte mal, ich touch jetzt mir so ein paar Pilze an, ja? Und die Pokémon, die so nebenbei auftauchen, die nehme ich mit. Wetten? Da warte, du kommst mit. Du bist ein. Oh, ein Flauschuh. Jetzt kann ich ja sehen, was du für eine Schwäche hast. Vielleicht hast du ja auch eine Unlichtschwäche. Glaub aber nicht. Wäre aber schön. Wäre schön. Nee. Nee. Eher so genau das Gegenteil, ne? Oh Mann. Hört sogar relativ viel aus. Watteschild? Ja, was erhöhst du dir damit? Verteidigung. Okay. Ich glaube, das ist ja sowieso ein Spezialangriff wieder, oder? Felsgrab? Weiß ich nicht. Gut. Wunschtraum. Halt sich, ne? Nee. Es macht gleich eine random Attacke. War das das? Gift ist sehr effektiv. Ich mach mal, hol mal Kranowitz raus, weil ich mit Kranowitz ja sowieso eigentlich kämpfen möchte. Wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Elektroattacke kommt oder so, krieg ich Kotzen. Watteschild? War das Wunschtraum? Oder nee, die wird irgendwann geheilt oder so, war das, ne? Die wird irgendwann gleich geheilt. Irgendwann so random, glaube ich. Oder, ja. Oder nach der nächsten Runde wird sie voll geheilt, genau. So war das. Erinner mich. Bohrschnabel, mal gucken. Oh Gott, okay, vielleicht war Kranowitz überhaupt keine gute Idee. Energieball, naja, ist auch nicht sehr effektiv. Nee, da tue ich mir nicht an. Dann machen wir Libero. Auch nur so, Dann, ja gut, dann komm. Machen wir mit Reflex eben einen kurzen Prozess. Hauptsache ein paar EP. Kriegen wir, wird die EP, glaube ich, ein bisschen doof aufgeteilt, aber naja. Dann machen wir mit Reflex jetzt einfach Säure. Knuddler. Knuddeln wir meinen Reflex, der freut sich. Und hoffen, dass sie jetzt down ist. Mit der Säure. Nee, nicht ganz. Ich hoffe, hatte sie einen Wunschtraum gemacht? Nee, nee, gut. Gefangen hat meins, ne? Ja. Ja, doch. Gefangen hat meins, gut. Doch, oder? Ja. Fehlt nur noch der Pilz, ja. Nur noch der Pilz fehlt. Okay. Okay. So. Muss ich heilen? Ups, falsche Knöpfe. Ja, aber ich gebe ihm nur einen Supertrank. Und du auch mal. Kranowitz jetzt nicht. So. Du, nein. Vom Fahrrad weg, bitte. So, du hier. Nee. Ich weiß nicht. Ich vermute das irgendwie. Weil es wurde schon mehrmals der Tipp gegeben. Na? Oh ne, jetzt kommt dieses Pokémon da, oder? Was daneben steht. Ne, es verpisst sich gut, oder? Ah, ne, es will doch battlen. Ah. Ein Bärmon erscheint. Ich dachte, es zieht ab. Naja, gut. Hast du nur eine Schwäche? Auch nicht. Warum nicht? Mann. Angeberei. Ja gut, ist die Vorentwicklung, ne? Ich mein, Pelzebub ist auf jeden Fall die Weiterentwicklung von dem Vieh. Ist mich verwirrt. Bitte treff dich nicht selber, bitte. Ah, sehr schön. Oh nein, sogar ein. War kein Volltreffer, ist einfach so down. Sehr schön. Ja gut, war sehr squishy, stimmt, ich erinnere mich. Der Part ist eigentlich vorbei, aber ich möchte ganz gerne noch mit Kranowitz wirklich 38 schaffen. In der Hoffnung, dass. Warte mal, ich hole den jetzt mal nach vorne. Fehlt ja, glaube ich, nicht mehr viel, oder? Weil ich will den nur noch auf 38 haben, in der Hoffnung, dass er sich wirklich entwickelt. Ja, und dann bin ich bin dann komplett zufrieden. Bin zufrieden. So, du bist der Stärkste. Ja, aber
Porenta, wie gesagt, da unten interessiert mich nicht alle. 37, Kranowitz. Ja, ich hoffe, wie gesagt, dass er sich entwickelt. Ich möchte gerne die Entwicklung haben vor der Fee-Arena. Jetzt bitte sag kein Pelzebub. Natürlich ist das ein Pelzebub. Ich glaube, schwächenmäßig bin ich nicht im Vorteil. Ich hoffe, ist alles normal effektiv. Ich hoffe, ich habe keine Schwäche bei irgendjemand, also bei keiner Attacke oder so. Und dass er jetzt nicht minimal Schaden macht, sondern schon ein bisschen Schaden macht. Okay, sehr schön. Volltreffer. Gut. Gut. Jetzt bitte entwickel dich. Also bitte erstmal Level up. Ja, bitte entwickel dich. 38 auch für Kalmalm und Libero. Nice. Also Kotomi hängt ein bisschen hinterher, aber passt schon. Libero Level 38, sehr schön. Libero Konter. Nee. Brauchst du nicht lernen? Entwickelst du dich? Ja, danke schön. Es entwickelt sich schön. Nalu, Kranowitz entwickelt sich. Nice, Alter. Guckt euch das 4 an. Glückwunsch, denn Kranowitz hat sich zu einem Kramor entwickelt. Sehr schön. Lernt er jetzt selber Stahlflügel? Ansonsten lerne ich ihn das bei, weil der müsste jetzt Stahl sein. Ja, Flugstahl. Niemand wagt es, ihm den Himmel über Gala streitig zu machen. Sein schwarz glänzendes, strahlendes Äußeres schüchtert jeden Gegner ein. Glaube ich sogar. Das glaube ich sogar. Kramor, ja, versucht Stahlflügel zu lernen. Gut. Seht ihr? Ich wusste es nicht. Ich habe es mir aber gedacht. Ich kann Piekser wegmachen. Weil hier die Unlichtattacke, die würde ich ganz gerne noch behalten. So, schön Stahlflügel. Sehr schön. So, wird anscheinend auch wieder eine Kramor-Arena. Super, dran brauche ich nicht. Okay, dann hau ich... Nee, lass mal jetzt Kramor nochmal draußen. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz gucken, ob mal hier das mit den Pilzen, ob ich da jetzt recht habe noch oder nicht. Ob das irgendwas mit diesem Pilz zu tun hat hier. Anscheinend hat damit nichts zu tun. Oder es ist tatsächlich mega random. Oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Hinweise oder so. Ich weiß es nicht. Dieser Pilz. Das ist der einzige Pokémon, der jetzt mir so überhaupt nicht begegnet ist. So gar nicht. Deswegen... Naja, ich weiß nicht, ob ich so einfach mega Pech hatte oder ob das wirklich irgendwas mit den Pilzen zu tun hat hier. Okay, die Kleinen nicht. Sehen auch alle gleich aus, mehr oder weniger. Ist überall so ein Kranz drum, also es gibt jetzt keiner irgendwie, der irgendwie besonders aussieht oder so. Nö, keine Ahnung. Okay, kann ich da unten, da vorne, die konnte ich glaube ich nicht mehr antatschen hier, oder? Nee. Okay, dann keine Ahnung. Gut. Dann bin ich im Part jetzt hier. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr habt noch einen angenehmen Tag. Haut rein. Tschüss.